so, ja, genau, da möchte ich auch im Namen des DFF und hier ganz herzlich begrüßend und eine kleine Einführung in den Film geben. Genau, ich freue mich, dass wir auch zwei Gäste heute Abend da haben. Reinhard Kahn sitzt ganz hinten in der letzten Reihe und wird dann später aber auch zur Diskussion nach vorne kommen. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute da ist, weil er erst vor ein paar Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden ist und genau, und ich freue mich, dass er doch wieder so fit ist, um heute hier zu sein und die Premiere des Filmes dabei zu sein bei der Premiere. Und dann ist noch Pavel Schnabel da, der sitzt hier auch irgendwo im, ja, genau. Gut, es gibt einige Gründe, warum ich mich für diesen Film heute Abend entschieden habe. Das ist zum einen eben, dass auch die Uraufführung sozusagen des Filmes 1980 hier bei uns im Kommunalen Kino im Mai stattgefunden hat. Ich werde gleich noch ein bisschen was zu der ganzen Entstehungsgeschichte sagen, deswegen ist vielleicht das Datum 1980 ein bisschen merkwürdig, weil der Film eigentlich von 69 ist, aber dazu komme ich dann gleich noch. Und wir sind eigentlich mit den Filmemachern, sowohl mit Reinhard Kahn als auch mit Pavel Schnabel, ist das Haus sehr eng verbunden. Wir haben viele Filme, auch später dann noch nach diesem Film, besonders von Reinhard Kahn und Michel Leiner, mit dem er sehr viele Filme zusammengedreht hat, dann auch hier bei uns im Kino uraufgeführt und auch später immer mal wieder in anderen Reihen gezeigt. Und aber ebenso von Pavel Schnabel, auch da haben wir sehr viele Filmpremieren oder seine Filme sind fast alle hier bei uns im Kino gelaufen. Und am Amazonas haben wir heute Abend eben die Premiere der digitalen Fassung, die mit dem Programm Förderprogramm Filmerbe, was vorhin auch schon angesprochen worden ist, digitalisiert worden ist. Und die Filme von Reinhard Kahn und Michel Leiner, die sind auch bei uns im Archiv und werden auch von uns verliehen. Und ich werde jetzt nur so ein paar, bisschen was zu der Entstehungsgeschichte des Filmes erzählen und dann eben danach gibt es die Möglichkeit zur Diskussion. Das Drehbuch zu am Amazonas wurde von Reinhard Kahn und Michel Leiner noch während ihres Studiums an der HFG Ulm geschrieben. Der Arbeitstitel war damals Auf der Suche nach dem Glück. Reinhard Kahn und Michel Leiner haben beide an der HFG in Ulm studiert. Das war die erste Institution, bei der Film unterrichtet worden ist, Filmtheorie und Filmausbildung. 1962 hat die Abteilung Film dort eröffnet. Vorher war das Bereich visuelle Kommunikation und der Fachbereich Film wurde dann von Alexander Kluge und Edgar Reitz geleitet und es war noch als Dozent war auch noch Detten Schleiermacher da, der glaube ich auch sehr einflussreich auf die Arbeit irgendwie der Studenten eingewirkt hat. Den Filmbereich gab es nur relativ kurz, von 62 bis 68. Nur so als kurzer Einschub. Das Drehbuch wurde dann beim Kuratorium des Jungen Films eingereicht und wurde auch als eines der wenigen, also es gab damals noch nicht so viele Projekte, die gefördert worden sind, und wurde auch bewilligt unter dem Titel damals, wenn man sich ganz fest etwas wünscht. Und da Michel Leiner und Reinhard Kahn schon viel Erfahrungen eigentlich auch so mit kollektiver Arbeit gemacht haben, haben sie sich dann entschieden, dass der Film eben auch im Kollektiv umgesetzt werden sollte. Und eben jeder sollte eigentlich alle möglichen Arbeiten übernehmen, sollte im Rotationsprinzip sollten dann die verschiedenen Funktionen des Films übernommen werden. Und da das schon sozusagen zum Ende der Studienzeit eigentlich war und auch der Filmstudiengang schon so kurz vor dem Ende war, also er wurde danach abgeschafft, haben die sich dann entschieden, sind die nach Frankfurt gezogen mit insgesamt 8 Leuten. Damals München, sagten sie, war schon belegt, da lebte schon Alexander Kluge, also wollten sie woanders hin. Also sind sie nach Frankfurt gekommen, haben dort in einem ehemals besetzten WG im Westend sich eingemietet und und haben dann dort dieses Filmprojekt in Angriff genommen. Das Filmkollektiv bestand damals aus Reinhard Kahn, Michel Leiner, Janine Meerapfel, Rolf Scheimeister, Klaus Werner und Marion Zehmann. Und dazu kam eben Pavel Schnabel,
der eigentlich als Filmstudent von der FAMU aus Prag gekommen ist und nach der Besetzung der Tschechoslowakei eben sein Land verlassen musste und dann auf der Suche war nach Arbeitsmöglichkeiten und da eben unter den Umständen nach Ulm gekommen war. Und noch dabei war Ingeborg Nödinger, eine Sekretärin der HfG. Genau, und in Frankfurt haben die sich dann Apple Y Motion Picture genannt, EMP Filmproduktion. Das Drehbuch hat eigentlich auf so Klischeevorstellungen eines Industrieromans irgendwie beruht. Und das waren so fünf Geschichten, die jeweils sozusagen einen bestimmten ja, Beruf dargestellt haben. Und genau, das wurde dann nochmal, weil das gerade so die 69er war. Und die politischen Umruhen da so ein bisschen dazu beigetragen haben, dass sie sich nochmal überlegt haben, wie sollen sie überhaupt mit diesem Drehbuch umgehen, wie sollen sie die Figuren anlegen. Und da gab es noch einiges an Diskussionen. Vielleicht kann Reinhard nachher da noch so ein bisschen was zu erzählen. Und dann haben sie aber entschlossen, sich fünf Geschichten zu verfilmen, haben dazu zwei Gruppen gebildet und die sollten dann sich zum einen irgendwie mehr den, wie heißt, den kleinbürgerlichen Biografien, der eine Teil, und der andere Teil sich mehr so den revolutionären Subjekten widmen. Und gedreht wurde dokumentarisch oder halbdokumentarisch. Es waren alles Laiendarsteller und die Berufe sozusagen wurden auch nach den Berufen der Leute, die im Film, also nach den Personen im Drehbuch besetzt. Und dann im Herbst 69 zeichnete sich ab, dass es eigentlich zwei Filme werden würden. Und der eine Film wurde dann eben am Amazonas. Und der wurde dann auch fertiggestellt, es wurde eine Kopie gezogen. Man hat dann nach Aufführungsmöglichkeiten gesucht, aber man hat keine gefunden. Man musste dann eine Kopie beim Kuratorium hinterlegen. Dann hat sich das Kollektiv aufgelöst und dann war erstmal irgendwie, genau, gab es den Film erstmal nicht. Und dann eben konnte er erst 10 Jahre später, dann im Mai 1980, dann hier aufgeführt werden. Und aus dem zweiten Teil, der wurde dann 97, wurde er dann auch nochmal fertiggestellt auf Initiative von Reinhard, der dann das ganze Material wieder zusammengesucht hat. Und der Film hieß dann Zwickel auf Bzickel. Und der ist auch gerade dabei oder ist schon fertig digitalisiert oder jedenfalls sind wir dabei, den auch zu digitalisieren. Und ja, soweit jetzt erstmal vorweg. Und dann genau, freue ich mich dann auf nachher in der Diskussion. Ja, da möchte ich Reinhard Kahn und Pavel Schnabel nach vorne bitten. Ja, ich weiß nicht, ob es direkt Fragen gibt, aber sonst fang ich nochmal an. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was zu der Entwicklung des Drehbuches erzählen? Weil ja am Anfang hieß es ja, es ist ein bisschen so aus Trivialliteratur und ihr habt euch da so an Klischees oder so euch Klischees zum Vorbild genommen. Oder genau, wie habt ihr diese Geschichten sozusagen entwickelt? Und ich meine, es Ja. gab ja in Ulm gab es ja diese Form der Miniaturen. Naturen, ja. Genau. Ist das an? Ja, das ist an. Genau. Wir haben in Ulm, der Michel und ich, eine ungewöhnliche Form entdeckt, nämlich die illustrierten Romane. Das wird man erstmal nicht mit Ulm in Verbindung bringen. Gleichzeitig hatten wir ja auch diese Miniaturen. Technik entwickelt, also es war die Grundlage unserer formalen Ausbildung, dass wir mit Miniaturen erzählen, das heißt mit in sich abgeschlossenen kürzesten Geschichten. Und da dachten wir, da können wir
eventuell mit den Trivialromanen etwas Neues anfangen, indem wir das anders erzählen, als es in den Illustrierten erzählt wird. Und ja, das ist, diese erste Form haben wir eingereicht, dieses erste Drehbuch, wie du schon erzählt hast. Das Drehbuch hatte ein ganz düsteres Ende im Jahre 2060. Wird ein Gehirn, das in einer Box am Leben erhalten wurde, nochmal nach seinen Glücksvorstellungen befragt und es plapperte nur Unsinn und wurde dann abgeschaltet. Diese erste Form wurde nicht gefördert vom Kuratorium und dann haben wir mit der Unterstützung von Alexander Kluge eine zweite Fassung geschrieben, die etwas stringenter und auch ein positives, die letzte Geschichte war positiv, die wir aber bezeichnenderweise nicht verfilmt haben. Zurückblieben dann die vier oder fünf Geschichten, die schon in der ersten Fassung waren. Und dieses Drehbuch ist dann gefördert worden. Und in der Zwischenzeit, bis die Entscheidung kam, haben wir mit den übrigen Studenten ein weiteres Spielfilmdrehbuch geschrieben als im Kollektiv. Also dieses Drehbuch hatten wir ja nur zu zweit geschrieben. Und dieses andere Drehbuch haben wir so mit 8 Leuten geschrieben. Über Wochen gemeinsam in den Räumen der Hochschule, die von Edgar Reitz schon verlassen worden waren, weil er seinen Spielfilm drehte und nicht mehr in Ulm war. Und als dann die Entscheidung kam, als das, unsere zweite Fassung gefördert worden war, wollte Alexander Kluge das so machen, wie es üblich war damals beim jungen deutschen Film, dass man halt mit Profis dreht. Da sollte der Dietrich Lohmann die Kamera machen und so weiter. Wurden die schon besetzt, die Leute, und dazu hatte ich eigentlich gar keine Lust, dass wir, wo wir schon kollektiv zusammengearbeitet hatten, plötzlich dann irgendwelche Profis vor die Nase gesetzt bekommen. Und wir als noch nicht ausgebildete Regisseure da wahrscheinlich nicht viel zu sagen gehabt hätten. Und deswegen habe ich dann meine Studienkollegen gefragt, ob wir nicht den Film gemeinsam machen wollen. Und da waren alle sofort einverstanden. Und wo wir den Film machen wollten, in Frankfurt. Frankfurt war neutral für uns. Mit der Filmbranche wollten wir also gar nichts zu tun haben. Und ja, soweit erstmal. Dann sind wir nach Frankfurt gezogen. Genau. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu dem kollektiven Arbeiten erzählen? Ihr hattet euch so bestimmte Regeln, glaube ich, gesetzt zum einen. Und, ja, wir hatten ja in Ulm, wir wurden ja ausgebildet in allem. Wir wurden ausgebildet, also dass wir alles machen können im Filmbereich. Also Regie, Kamera, Ton, Schnitt. Also Schauspielführung hatten wir nicht, aber das interessierte auch uns nicht. Damals wurden ja mit Laien, drehte man an Originalschauplätzen, also die ganzen anderen Funktionen wie Maske, das gab es auch nicht bei uns. Das vermissten wir auch nicht. Aber Pavel war ja, du warst ja der Einzige, der wirklich ausgebildeter Kameramann war. Wie kam das dann sozusagen? Hast du dann doch mehr übernommen irgendwie in der Kamera oder Arbeit, oder wie habt ihr dann zusammengearbeitet? Ja, ich frage mich bis heute, also ich bewundere eure Großzügigkeit, dass ihr mich aufgenommen habt. Ja, wir waren offen. Ich habe
gerade das Drehbuch, von dem ich gerade gesprochen habe, das kollektiv geschriebene Drehbuch, das heißt Der weiße Planet bekennt Farbe, da habe ich gerade eine Szene gefunden, der Gast aus Prag, Herr Schnabel, der Gast aus Prag, also wir haben spontan alles, was passiert ist, aufgenommen in unsere künstlerische Arbeit, das war, wie du wahrscheinlich nach Ulm gekommen bist. Und so haben wir dich auch ins Team mitgenommen. Wir kannten ihn nicht und er hat zur Probe hat er ein paar Rollen Filmmaterial bekommen. Das haben Sie gesehen in dem Film, diese drei Rehe oder Böcke zwischen den Hopfenstangen. Das war seine Bewährungsprobe. Das fanden wir sehr absolut, das Letzte fanden wir. Weil sowas konnten wir nicht, so poetische Aufnahmen konnten wir nicht gebrauchen. Aber im Schluss, endlich ist es dann doch noch eingesetzt worden später. Naja, also für mich war das wirklich ein unglaublicher Schnitt, denn ich bin am 6. September habe ich die Tschechoslowakei verlassen, nach dem Einmarsch, der am 21. August passierte, der Warschau-Pakt-Armeen. Und ich nehme an, Ende September oder zu Beginn Oktober war ich schon bei euch in Ulm und wohnte in Ulm in einem ganz leeren Haus, wo war das Professorenhaus, und wurde konfrontiert mit einem mir bis dahin unbekannten und unbegreiflichen Modell, denn unsere Filmausbildung in Prag ist also sehr streng nach Fächern geteilt worden. Ich habe natürlich Kamera gehabt, wir haben auch selbstverständlich auch ein bisschen was drumherum, wie sogar Musik, und aber auf keinen Fall war da nicht angedacht, dass jeder alles kann. Und in dieser Situation habe ich halt das gemacht, was ich konnte, aber ich hatte mit der Entwicklung des Projekts und mit der Art, wie, also das muss ich sagen, das fand ich ganz fantastisch, diese Idee, die mir neu war. Natürlich hat auch in den 60er Jahren hat man häufig nicht Schauspieler auch in Spielfilmen eingesetzt, vielleicht in Einzelrollen, weil sie aus irgendwelchen Gründen gut gepasst haben. Das hat ja Miloš Forman in Schwarzen Peter und in vielen Filmen gemacht. Aber hier diese Situation, dass man Personen sucht und findet, die den Rollen oder den Charakteren entsprechen und dann in ihren Wohnungen oder in ihrer Umgebung sie agieren lässt und sich darauf auch einlässt, was sie dann mitbringen, das fand ich genial. Und das habe ich sehr bewundert, und das hat mir, glaube ich, bei meiner späteren Arbeit, obwohl sie vorwiegend dokumentarisch war, sehr geholfen. Also sich darauf einlassen, was die Leute mir bieten, und sie notfalls sogar respektlos behandeln, um eine Wahrheit zu erfahren. Ja, wir waren in Ulm ja sehr eingeschlossen. Es wurde so gewitzelt, Dr. Kluges Landschulheim. Nachdem wir nach Frankfurt ausgebrochen waren, haben wir das sehr genossen, uns der Wirklichkeit zuzuwenden und alles Mögliche kennenzulernen. Und deswegen vielleicht auch unsere Begeisterung für alles, was wir noch nicht kannten. Und wir wollten eigentlich weniger einen Film machen, als dass wir unsere Umgebung kennenlernen wollten. Und außerdem war ja die 68er-Bewegung da auf dem näherte sich dem Höhepunkt im Westend in Frankfurt. Und das verfolgten wir natürlich sehr interessiert und nahmen das auch mit in das Drehbuch auf. Die Figuren haben sich einmal dadurch geändert, sie kamen aus der Illustrierten, haben sich geändert dadurch, dass wir die echten Menschen genommen haben
und weiterhin, dass wir innerhalb der linken Bewegung uns selber weiterentwickelt haben und uns fragen mussten, ob wir überhaupt einen Spielfilm in der Weise, wie wir uns das gedacht hatten, machen könnten. Uns wurde auch immer ein schlechtes Gewissen von der Linken gemacht, dass wir Kleinbürger seien, die in Geld schwemmen. Und ab und zu wurden wir erpresst, dass wir auch für irgendwelche Demos Geld geben mussten oder unser Auto herleihen. Ja, wie gesagt, das war, also wir hatten nicht vor, den Film ins Kino, da konnten wir gar nicht dran denken, an das Kino, an einen Verleih. Es gab ja auch nichts, wo wir den Film nachher vorführen konnten. Und deswegen ist er erstmal liegen geblieben für 10 Jahre. Ja, und ich bin in die Fabrik gegangen als ungelernter Arbeiter, 3 Jahre. Und 7 Jahre dann zu meiner Mutter nach Nidda, wo ich dann irgendwelche Reparaturarbeiten gemacht habe. Und 1980 habe ich dann mit Michel, also alle haben sich irgendwie zerstreut nach diesem Film. Und 1980 habe ich mit Michel Leiner zusammen wieder einen Neuanfang gewagt mit dem Film Waldi. Und bei dieser Gelegenheit haben wir mit dem kommunalen Kino wieder Kontakt aufgenommen, also zum ersten Mal Kontakt aufgenommen. Und dort wurde eine kleine Retrospektive unserer Filme gezeigt. Und eben dieser Amazonas-Uhr aufgeführt. Soweit erstmal. Mhm. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Da hinten ist ein Moment. Ja, zunächst vielen Dank, dass ich den Film genießen durfte. Und meine Frage schließt direkt an die Rezeption. Da hattet ihr ja gerade geendet. Wie wurde der Film so aufgenommen? Was kam dann zurück, als er dann endlich mal zu sehen war? Also zurück kam, also 1980 wurde er hier gezeigt und als sehr lustig empfunden. Lustig, ja. Viel zurück an Kritiken. Es gab eine Kritik von der, wie heißt sie nochmal? Name vergessen gerade. Frankfurter Filmkritikerin. Heike, die, nee, war das die Heike? Nee, Heike Kühn vielleicht? Oder? Nee. Was anderes? Die, Nee. Die hat gemeint, das wäre kein Meisterwerk, aber interessant. Und bezog sich dann auf den anderen Film Waldi. Das ist eine Art Literaturverfilmung, also ein Film, der sich mit Texten von des Schweizer Schriftstellers Robert Walser beschäftigt. Der ist sehr positiv aufgenommen, der Film. Und dieser Amazonas lief nochmal woanders, auch als lustiger Film. Viele Kritiken haben wir nicht bekommen, weil es war ja eine merkwürdige Situation, dass er schon praktisch verspätet, 10 Jahre verspätet auftauchte. Und niemand wusste so genau, was die Geschichte des Films. Und ich bin auch nicht besonders begabt darin, Filme zu vermarkten. Er war doch, glaube ich, dann im Verleih vom Arsenal. Aber später erst. Ach so. Später. Wir haben mal versucht, den Basisverleih zu geben. Und da meinte die Dame, die Kopie, wir hatten nur eine Kopie da, die wäre aber schon sehr abgenudelt. Und das war es dann auch. Und dann, ja, eine Kritik noch. Der Rolf Scheimeister hat den Film, der vorwiegend Kamera gemacht hat mit Paul Schnabel zusammen, der hat den Film mit sich genommen nach Hamburg, um ihn einem Redakteur des NDR zu zeigen. Und der meinte, nachdem er ihn gesehen hat, das wäre ein Film für die Minderheit der Minderheit. Wie hieß der Redakteur?
Wolf oder so. Ich weiß nicht, ob es den gibt, Wolf. Und dann verschwand der Film bei Rolf unterm Bett in Hamburg, eben 10 Jahre lang, bis ich mit Michel eine Retrospektive machen wollten und den Film von ihm zurückverlangt habe, also ihn gebeten habe. Ach, das kann ich noch erzählen, wir hatten eigentlich gar keine Kopie mehr. Wir mussten ja die einzige Kopie als Belegkopie abliefern im Kuratorium. Und der Rolf Scheimeister hat einen eigenen Antrag dann gestellt und bei der Gelegenheit wurde eben von Dr. Kückelmann, glaube ich, gesagt, er sollte doch den Film einfach mitnehmen, weil das würde hier niemand merken. Und so sind wir wieder in Besitz einer Kopie gelangt. Und die Kopie wurde dann hier vorgeführt. Da waren die Kurzfilme von Michel Leiner und mir zu sehen und eben dieser Waldi, das war unser neuer Film. Und der wurde sogar Film des Monats, das gab es damals noch bei uns. Der lief dann, glaube ich, eine ganze Woche bei uns oder so, was ja normalerweise auch nicht, genau, nicht so häufig war. Das war im Mai 1980. Ja, und das war wieder der Anfang der Zusammenarbeit mit Michel Leiner, der leider 2014 gestorben ist. Und mit dem habe ich dann noch den Film mit dem Munde gefilmt, einen Film über Sprichwörter und dann einen 35mm Film Platzwunder gedreht. Ja, am Anfang des Films erwähnen Sie Ihre Vorbilder, beziehungsweise erwähnen Sie nicht. Könnten Sie das nachholen? Und eine Frage an den Kameramann, können Sie etwas über die Dreharbeiten am Amazonas erzählen? Ja, also Amazonas, das kann mich erinnern, das war meine erste West-Berlin-Reise. Das ist irgendwo am Wannsee oder was wahrscheinlich gedreht worden. Ja. 16mm und ich finde eigentlich sehr gut untergebracht, gemischt mit dem Originalmaterial von einem tatsächlich, also von diesem Arzt, den Namen weiß ich nicht mehr, Dr. Fleck, der tatsächlich also diese Aufnahmen der autochthonen Bevölkerung irgendwo in, weiß gar nicht wo, gefilmt hatte. Und das ganze Abenteuer war eigentlich Abenteuer Berlin. Ich glaube, wir sind einige Tage dort gewesen. Ja, es war nicht nur Berlin, es wurde auch am Altrhein gedreht. Aha. Hier in der Nähe, am Altrhein. Die Frage zu deinen Vorbildern? Die Vorbilder, die nicht erwähnt werden. Ja. Also die Marx Brothers werden erwähnt. Nee, der Film hat keine Vorbilder. Wir hatten, er negiert alle Vorbilder, ich würde sagen. Also. Wir waren ja 8 Leute und sehr unterschiedlich. Und wir haben nie über unsere Vorbilder oder über Film diskutiert in der Zeit. Mich würde vielleicht noch interessieren, gerade wenn es um das kollektive Arbeiten geht, ist das dann eine schöne Partystimmung am Set? Ist das dann so ausgelassen, wie der Film am Ende auch wirkt? Nein, auf keinen Fall. Das war alles schon ziemlich ernst und auch mit Stress verbunden, aber auch mit Freude. Also Party hasse ich, das Wort. Das haben wir auch nicht gemacht. Wir haben zwar Alkohol getrunken, wahrscheinlich in Mengen, aber Party haben wir nicht gemacht. Es war auch sehr mühsam, überhaupt die Dreharbeiten auf die Beine zu stellen, weil wir überhaupt keine Dispositionslisten gemacht haben. Wir haben keinen Drehplan gehabt, nichts.
Ja, und häufig also stundenlang, Stunden verspätet zum Drehort gekommen, kann ich mich gut erinnern, war manchmal, sehr irritierend. Manchmal was vergessen, Filmmaterial vergessen oder verloren. Und ich kann mich, sehr, also was mich sehr, sehr wunderte, waren die, glaube ich, täglichen Sitzungen, die stattgefunden haben, stundenlang Gespräche, nicht unbedingt direkt über den Film, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Wo man sich mit irgendwie so mit ganz mit Basics irgendwie auseinandergesetzt hatte, mit Erziehungsfragen, des guten Benehmens und so. Und ich verstand das damals nicht. Jetzt, wenn ich den Film sehe, weiß ich, welche Stellen da offensichtlich diskutiert worden sind. Es wurde auch gleichzeitig noch der Klaus Werner, einer der Teammitglieder, hat noch einen eigenen Film gedreht, gleichzeitig. Dem ist ein Fürsorgezögling zugelaufen, der dann in Frankfurt bei uns unterkam. Und über den hat er einen Film gedreht. Also das war gleichzeitig. Und das, auch die Erziehungsfragen, die ganzen Linken, wie hieß das damals noch, Leute, die Jugendlichen, die auf der Straße leben. Also uns, wir haben auch viel über linke Themen diskutiert und waren nicht auf der gleichen Stufe, die Leute, die 8 Leute. Gab oft Auseinandersetzungen, aber der Film stand schon im Mittelpunkt und bis spät in die Nacht haben wir spontan Tonaufnahmen dann gemacht, wenn uns was eingefallen ist im Heizungskeller. Das war unser Tonstudio für den nächsten Tag dann. Und die Muster konnten wir dank deiner Bekanntschaft in Aschaffenburg uns ansehen. Das war eine Dame, die ein Kino besaß. Da konnten wir kostenlos die Muster ansehen. Mich interessiert noch, nach dem Auszug aus dem Landschulheim Kluge, gibt es denn von Alexander Kluge eine Reaktion speziell jetzt oder einen Kommentar oder gibt es irgendwie ein Feedback speziell auf diesen Film? Nein. Kluge ist ja Rechtsanwalt und der vermeidet sowieso jede Stellungnahme. Schriftlicher Art besonders. Aber ich vermute, dass er den Film gehasst hat. Aber er hat nie was gesagt. Sollte ja ein Aushängeschild für das Institut werden. Der erste Film von Ulla Stöckel, der ist kurz vorher fertig geworden, 9 Leben hat die Katze. Der wurde ja auch den Vorstellungen der Filmindustrie so gemacht in München dann mit Profis und Edgar Reitz hat sich da um den Film auch gekümmert und Kluge hat jetzt diesen Film gehabt, also in der Vorbereitung, in der Drehbuchentwicklung und war sicher sehr enttäuscht dann vom Ergebnis. Er fürchtete, dass wir überhaupt nichts, keine Kopie oder die Kopie wieder verschwindet und hat sich dann heimlich eine eigene Kopie ziehen lassen. Die gibt es heute auch hier im Film, im Archiv. Und das ist die Urfassung nämlich. Wir haben den Film vor der Uraufführung 1980 noch geringfügig geändert. Es war ein anderes Ende vorgesehen, diese Schlittschuhlaufen und der Fred in dem Wäldchen, das war eigentlich das Ende des Films und das habe ich nach vorne genommen, weil ich die ganze Last nicht auf den beiden armseligen Menschen lasten wollte. Gut, ich glaube, wir müssen auch zum Ende kommen, oder?
Achso, da gibt es da noch eine Frage, oder? Nee. Okay, dann ja, genau. Aber ihr seid ja auch noch einen Moment da und es gibt noch die Gelegenheit, vielleicht auch noch mit euch draußen zu sprechen. Ja, okay, ja, danke fürs Kommen. Ja.